Was ist denn hier los, bitte? Hallo, Anna! Ja, hallo! Grüß dich! Schrei doch nicht so rum, hallo! Hallo! Da steht ein Schwader. Das muss hier sein. Wir fahren hier rein. Du wirst uns eh gleich überholen. Achso, warte, dann fahre ich aber vor euch weg, weil dann müssen wir nicht lange überholen, ne? Ich denke, dass wenn wir über den größeren Ladewagen reden und über ein größeres Mähwerk reden, müssten wir wahrscheinlich auch über einen größeren Traktor reden. Wir alles dran, dann fahren wir mal los. Bin ich mal sehr gespannt, wie der neue Schwader funktioniert. Das sieht schon mal gut aus, ne? Sieht schon mal gut aus. Die Gabel haben wir auch, also den Ballenspieß heißt der, glaube ich, im Fachjargon. Haben wir auch dran. Das heißt, wir haben jetzt endlich alles, was wir brauchen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, ich muss hier weiter geradeaus und dann vorne rechts, glaube ich. Sonst muss ich mich halt wieder mal verfahren. Aber ja, das sollte er nicht. Sollte dann irgendwie schon klappen. So, das heißt natürlich, dass wir jetzt weitermachen müssen beim Thema Heu vom Feld holen. Das muss unbedingt runter. Beziehungsweise ich möchte, dass es runter ist. Damit wir da schon mal wieder einiges haben. Ich glaube, die Pferde haben mehr als... Achso, wegen einem Ladewagen. Naja, also ich denke mal, für die Größe, wie ich habe... Ist er eigentlich zu klein, wenn man ehrlich ist, aber jetzt noch was anderes kaufen? Dieser Händler wird ja auch glauben, ich bin größenwahnsinnig geworden. Was ja nicht so, was ja eigentlich nicht mein Ziel ist, ne? Zumal ich ja noch die Ballenpresse habe, wobei man drüber nachdenken könnte. Ich habe jetzt alles Quaderballen am Hof, ne? Also die habe ich ja teilweise vom Händler, vom örtlichen Händler gekauft. Dann habe ich sie teilweise vom Ron geschenkt bekommen, die Strohballen. Das sind ja alles Quaderballen. Und jetzt eigentlich mit Rundballen anfangen? Schwierig. Zumal es sicherlich möglich wäre, das Elu zu beauftragen, dass sie mir das restliche Heu in Quaderballen pressen. Das wäre vielleicht auch keine so also keine blöde Idee, glaube ich. Weil da könnte man das einfach schön vom Hof verladen, also auf den Anhänger laden und dann nach Hause bringen. Wobei man könnte gucken, weil alles lose, ja, bin ich jetzt, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil wenn wir alles in Ballen haben, also wenn ich schon mal die Strohballen habe und ich habe ja auch schon Heuballen, die habe ich ja schon bekommen, dann muss ich jetzt ja nicht noch zusätzlich loses Zeug einlagern. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da bin ich mir noch nicht sicher, zumal ich auch nicht weiß, ob das Herr Lu jetzt das andere Feld bereits besät hat oder angesät hat. Und wie weit die da sind, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich habe gesehen, die haben da dran gearbeitet. Der Herr von Melu war ja oben mit seinem Hündchen. Ne? Da ist immer noch, bin ich immer noch. Weiß ich nicht genau, wie das Ganze ausgeht. Mal gucken. Aber so ein Hund am Hof würde ich schon, hätte ich schon gesehen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die Tiere gut versorgt sind, die Pferde gut versorgt sind. Weil es wird auch wieder irgendwann dunkel werden und irgendwann wird es auch wieder Winter. Und deswegen müssen wir einfach mal gucken, dass wir die Pferde so gut wie möglich vorgesorgt haben. Und dass wir alles im Hof, was noch fehlt, ich muss einfach nochmal einen kompletten Rundgang machen, um einfach nochmal einen Überblick zu bekommen. Ist da noch irgendwas, was ich brauche oder kann noch irgendwas weg? Vielleicht hatte mein Vorgänger noch irgendwelche Geräte oder irgendwelche Sachen im Schuppen gehabt, die ich noch gar nicht gesehen habe. Aber ich glaube, ich habe zum größten Teil habe ich so alles weg, habe ich alles gesehen. Beziehungsweise alles gefunden, um das mal so zu sagen. Kann ich denn den Frontrad so ein bisschen ändern? Mir ist das so ein bisschen. Ich sehe nicht so viel. Ach so, soll ich gleich noch zu Ron vorbeifahren? Der Ron war doch hier. War das nicht der Ron hier? Da hätte ich jetzt eigentlich noch eine Minute Zeit, ne? Da könnte ich eigentlich noch mal kurz. Ist das hier?
ich weiß nicht, ob das hier ist, aber ich fahre hier einfach mal runter. Guck mir das einfach mal an, ob ich hier richtig... Vielleicht bin ich auch komplett falsch, ich weiß es nicht. Aber das war schon, wo ich hierher gefahren bin, haben wir schon gedacht, ja. Ja, warum auch nicht, ne? Das könnte Ron sein Hof sein. Ich bin aber nicht sicher. Das hier ist die BGR. Und er hat doch gesagt, glaube ich, neben der BGR. Oder habe ich mich da... Oder habe ich da irgendwie falsche Erinnerungen? Wo geht's denn hier rein? Hier ist nur eine Mauer. Geht's ja auch irgendwo rein? Ich höre hier irgendwas. Ich würde jetzt einfach mal abbiegen. Ach du Heilige. Wie kommen wir denn hier rein? Wir fahren einfach mal hier rein. Oh, da ist doch jemand. Nee, das ist aber nicht der Ron. Hier ist was los. Das ist ja cool. Aber hier ist alles noch ein bisschen auf... Also ich will jetzt nicht altmodisch sagen, ne? Aber... Hat der Drescher nur zwei Reifen? Nur mal so, also... Das ist nicht schlecht hier, aber es ist halt anders. Es ist dieses... Motor aus. Es ist dieses andere hübsch. Oh ja. Lass uns mal hier eine Runde machen. Ich glaube schon... Doch, ich glaube, dass das der Traktor ist, auch... wo auch die Jungs, also beziehungsweise der Ron und seine Kollegen... Ah, der Ron! Du, guck mal, da ist er ja. Da ist er ja, der Ron. Ich glaube, das ist... Grüße! Ja, hallo, Wernerchen! Moment, Alter. ich mach einen Motor aus hier. Ihr habt doch gewusst, da ist er, Ron. Hallo! Hallo, Wernerchen. Ja, du kommst mir besuchen, das ist aber sehr schön. Ja, Grüße. Ich war gerade beim Händler und bin zurückgefahren und mir gedacht, der hat doch gesagt, irgendwie bei der BGA. Ich war doch gerade in der BGA. Ja, richtig, ne? Und was sagst du ja, ne? Es ist alles alt hier. Es ist nicht so schön wie bei dir oben, muss ich sagen. Ne, es ist anders, aber es ist jetzt so kein Deutsch schlechter, weißt du? Also nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du hast ja einen Frontladerspieks. Sag mal, eine Schaufel hast du nicht rein zufällig, oder? Ich hab eine Schaufel am Hof, ja. Das ist schlecht, das ist schlecht. Aber unsere Schaufel ist abhanden gekommen. Wir waren ja nicht da und jetzt ist die Schaufel weg. Die gestohlen? Ja, aber wirklich, also da. Ehrlich? Wirklich, wirklich. Also war Frontlader mit Schaufel und jetzt ist die Schaufel verschwunden. Einfach mal so. Wer klaut denn eine Schaufel? Ja, das ist eine gute Frage. Erwin ist ja auch nicht da. Erwin ist auch spurlos verschwunden. Ja, hoffentlich ist Erwin nicht mit der Schaufel durchgebrannt. Das lohnt sich doch nicht für Erwin, oder? Ja, ich weiß nicht. Naja, aber wissen kannst du nie, ne? Wissen kannst du nie. Hast du hier auch Tiere irgendwo, Ron? Oder ja. Bist du... Soll ich das mal zeigen? Komm, ja, wenn du mal Zeit hast, ja. Boah. So. Ich fahr dir aber immer auf Silo. Jo, danke. Ah, hier hast du auch ein paar Geräte stehen. Sehr schön hier. Ist zwar alles alt, aber... Aber es funktioniert. Muss ich schon sagen. Man muss die alte Technik auch beherrschen können, so, ne? Also. Ja, ich habe hier ein paar Hühner, aber die Hühner, die verstecken sich immer im Hosengras. Okay. Ja. Und hier geht's zu meinen Schafen. Guck. Du hast Schafe. Oh ja, guck mal hier. Ist ein ganz liebe, ganz brave. Ist der erste Schwung. Und drüben stehen die anderen. Okay. Sieht ein bisschen, wie soll ich sagen? Haben die keinen Stroh bekommen? Doch, die sind wohlgenährt. Guck mal, wenn wir hier rausgehen, ich zeig das mal hier. Du musst schauen. Es sind so Outdoor-Schafe. Aha. Und da drin, wenn wir schauen, siehst du, die sind wohlgenährt. Schau doch mal, das Fell, das ist so plüschig und schwibbelig. Und, und die hier, die sind die anderen Kaliber. Ja, die sehen gut aus. Boah, die sind auch früh, das sind ganz glückliche Schafe, die schauen alle so deppert. Hast du da auch schwarze Schafe dabei? Ja, zwei. Das sind die, wo ich dir gesagt hatte. Okay, Herr Rind, da kannst du ruhig reingehen, die beißen auch nicht. Wollte gerade sagen, laufst du da einfach rein, das ist nicht gefährlich? Nein, die sind ganz liebe hier. Also okay, einfach musst du drüber hüpfen. Jawohl. Du bist doch noch gelenkig. Oh, guck mal an. Ja, aber ich weiß nicht. Ah ja. Hier ist eins und das andere, das wo ich ja mal Uwe genannt hatte, das ist weg. Hier ist es. Guck hier. Hier. Hab ich fast draufgesetzt hier, ne? Ah ja. Siehst du. Wieso hast du zwei schwarze Schafe und eins davon heißt Uwe? Also nein, es heißt nicht mehr Uwe. Das ist das, was ich dir gesagt hatte, ne? Ich habe die umbenannt wieder. Ich hatte zuvor eins Werner genannt und eins Uwe. Mhm. Und es war reiner Zufall, dass da zwei schwarze Schafe da waren. Also ist mir am Anfang ja gar nicht aufgefallen. Okay. Ja? So. Und dann habe ich auch gesagt, ja, die Tiere brauchen alle Namen, damit die Tiere irgendwie eine Bezugsperson haben. Und ja.
Nee, finde ich ja richtig. Nee, aber denen geht's gut hier. Die fressen auch hier fleißig, also denen geht's richtig gut. Darum sag ich ja, also das ganze Stroh, was hier zuvor war, weiß ich nicht, was man dafür bräuchte. Nee. Darum sag ich ja. Ist halt alles ein bisschen verwuchert. Man muss das erstmal alles wieder freischneiden. Hier hinten habe ich noch ein großes Silo zum Einlagern, aber überall meterhohes Gras. Ja, du musst da mal ranronnen. Ja, mit dem Rasen, ja. Sowas bräuchte ich einmal, das ist eine gute Idee. Schau mal, der Händler, war der da bei dir? Der war da, ich habe gerade meinen neuen Schwader abgeholt. Oh, das ist sehr gut, dann muss ich den doch mal anrufen. Hm. Nee, dann hat der doch meine Schaufel. Weiß ich nicht, aber wenn du eine Schaufel brauchst, ich leih dir meine, dann finde ich sehr, sehr gerne. Das wäre natürlich supi, ne? Ja, ich hätte auch ein Seitenmähwerk, wenn du es dir leihen möchtest, da kannst du auch hier drüber mähen. Oh, das wär natürlich klasse. Ich wollte eh noch mal zum Uwe vorbeifahren. Mhm. Wenn du dann daheim bist, dann würde ich dann später nochmal vorbeikommen. Können wir gerne machen. Sonst, du hast die Nummer, ne? Ruf an und dann können wir da auf alle Fälle was machen. Definitiv, definitiv. Nee, schön. Ich zeig das mal hier oben. Wenn du hinten hoch bist, ich habe noch mehr Hallen hier. Das sind ja riesen Hallen, was ich hier dazu gekauft habe. Ja, also, okay. Das heißt, so wie es ist, war es schon oder hast du das schon erweitert jetzt? Nein, ich habe da noch nichts erweitert. Das war schon so. Okay, sehr schön auf alle Fälle. Ja, ist halt ein bisschen anders. Man merkt, dass das hier irgendwie der ländliche Baustil war. Hm. Aber wenn wir hier rübergehen, sind noch riesen Maschinenhallen. Hast du so viele Maschinen überhaupt, dass du alles voll bekommst? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe mir mal gedacht, vielleicht was wegreißen und hier irgendwas reinbasteln, aber mir fällt auch nicht ein, was wir den ganzen Zeug hier machen sollen. Ich würde, also tatsächlich, da es ja in BGA-Nähe ist oder vielleicht sogar in Landmaschinenhändler ist, vielleicht kannst du die Halle untervermieten, den Landmaschinenhändler. Hast du recht, das wäre eigentlich eine gute Idee. Vielleicht hat der vielleicht irgendwie so Zwischenlager, aber Platz habe ich ja. Vielleicht braucht er ja, weißt du, weiß ich ja nicht, vielleicht hat er irgendwie, weil wenn er mal eine größere Lieferung kommt und kann irgendwo was einlagern. Ja. Bei dir ist es ja nur leer, ne? Das ist richtig, bevor das hier alles vergammelt. Wenn wir mal hier durchgehen, guck mal, das hier ist Platz ohne Ende. Wahnsinn, riesengroß hier. Also wir könnten auch eine Disco reinbauen. Eine Dorfdisco? Dorfdisco. Aber heute gibt es doch sowas gar nicht mehr, glaube ich, heute ist ja. Ich weiß gar nicht, ob die Leute heute sich noch betrinken. Nee, das tun sie nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Das hat sich erledigt, ja. Oh, guckst, hier habe ich noch so alte Durchfahrtsilos gekriegt. Hm. Mit Schäfchenfutter. Aber. Also, wie gesagt, Platz ist hier hinten. Und wenn du hinten rausguckst, da ist noch eine riesen Wiese. Wiese. Hier ist ein bisschen gestrüpp. Puh. Ja, Entschuldigung. Oh, ich bin über die Mauer gehüpft. Die Mauer muss weg. So, ja, da kam ich gerade her, glaube ich. Ah ja, hier oben stehst du. Bin hängen geblieben. Ja? Bin ein bisschen dicker. Oh, macht nichts. Das ist alles noch deins? Ja. Ja. Das will. Gehen wir wieder. Achtung! Bin ich jetzt auf dich gehüpft? Alles gut. Ja, hast du auch nichts zu tun. Mit was mähst du deine Wiese, wenn ich fragen darf? Ich habe nur so ein Frontmähwerk. So ein einfaches. Und naja, dafür sind die Maschinen irgendwie zu schlapp. Ja, das glaube ich. Aber der Händler hat gesagt, er könnte mal schauen, dass er vielleicht was Größeres herkriegt. Aber mit den Trümmern, da arbeitest du ja ewig dran. Ja, du hast ja das Glück, du hast ja jetzt ein, zwei Mitarbeiter, ne? Aber ich habe jetzt noch nicht überlegt, irgendwie einen Mitarbeiter zu holen. Naja, aber du siehst ja, Erwin ist auch bloß ein Gelegenheitsarbeiter. Ja, das ist halt, das ist auch das, wo ich Angst vor habe, ne? Wenn ich jemanden einstelle. Und der, weiß nicht, es kann ja passieren, der bricht sich jetzt das Bein. Ja, absolut. Der ist 6 Wochen weg. Das stimmt. Geht schnell. Weil ich kann den 6 Wochen bezahlen und der liegt zu Hause auf der faulen Haut, weißt du? Natürlich, und das kostet alles Geld. Ja, das ist halt mein Risiko, ne? Und deswegen bin ich jetzt momentan noch ein bisschen am Grübeln, ob ich jetzt in größere Maschinen investiere, das Geld, wo ich dann selber mehr machen kann, oder in einen Mitarbeiter, der mir da unter die Hand greift. Aber wenn der, wie gesagt, wenn du da den Falschen erwischt, hast du ein Problem.